Verhältnis mit dem. Bei den anderen haben wir gutes Verhältnis. Wieso haben wir mit dem schlechtes Verhältnis? Ah, ich weiß warum. Weil wir die Leute gekillt haben und der nur ein Söldner ist. Hat ziemlich viel Unterstützung. Verbessert sich mein... Ich kann es nicht für mich selber claimen. Ja gut, dann bekommt es. Aber den müssen wir im Auge behalten. Nee, Typ Söldner. Typ Fürst? Typ Fürst. Aber er ist ein Söldner. Ja, okay, soll er es erstmal kriegen. Ich wollte es so eigentlich meinem Begleiter geben, aber ich kann es nicht für mich selber claimen. So, warte mal. Yeah. Clans. Die Cursed Company hat minus 16 Einfluss und immer noch minus 100. Ich könnte diesen Clan verbannen. Ich behalte es in meinem Auge. Ist echt ganz nett. So ein Clan dabei zu haben, der mich nicht so gerne hat. Die anderen Clans sind alle. So drei, ja, aber er ist vier. Das ist auch Clan Rang 5. Und die anderen haben alle geringe, also er ist. Der höchste Clan-Rang. Ist ja auch klar, weil das ein NPC war, der schon vorher aktiv war und die anderen sind alles Begleiter gewesen, die ich zu Fürsten gemacht habe. Das könnte doch interessant werden mit ihm. Ich dachte, ich will die auf meiner Seite haben, weil sie, weil es alles Skelette sind. Aber scheinbar sind die gar nicht so. Cult of Sigma. Wir sind gar nicht auf das grausam. Aber ehrlich. Ja, vielleicht verbessert sich das Verhältnis. Mal schauen. Jetzt machen wir erstmal ihn hier platt. You know what I think of you. This better. Erwartet keine Gnade, sagt er. Oh, ich habe zwei Mann verloren. Zwei Skelette. Die sind leicht ersetzbar. Hä? Warte mal, halt. So Quatsch. Da. So.
Okay, Pferde. Gut. Diesmal habe ich dran gedacht. Und top. Und dann machen wir den auch wieder kürzer. Am Ende gibt es nur noch Vampire und Untote oder Nekromanten. Jetzt müssen wir aufpassen, ob die Cursed Company auch wütend ist. Okay. Das heißt, Hinrichtungen, gut, dann wird die Cursed Company immer. Immer angepisst sein. Der Grenzwacht-Clan wurde vernichtet. Ja, dann müssen wir die wohl. Verbannen. Schade. Helft den mal. Das hat sich da vielleicht ein bisschen. Naja, übernommen nicht. Aber ich helfe mal ein bisschen. Das passt so, ich glaube. Also halt. Die Pferde wieder. Ich werde den Clan jetzt einfach verbannen. Und die Stadt wieder an mich reißen. Harbard, der Necromancer, wurde von Hivan Clan Frittelbild gefangen genommen. Okay. So, pass mal auf. Königreich. Clans. Verbannen. Ja. Ich gebe ziemlich viel Einfluss aus. So. Raus mit ihnen. Genau, jetzt ist alles unter meine Herrschaft gefallen. Und jetzt kann ich das meinem Begleiter hier übergeben, oder? I'm yours to command. Ah, wieder nicht, Mist. Muss ich wieder warten. Na gut. Und zumindest habe ich da jetzt kein Loyalitätsproblem mehr. Selbst wenn es jetzt ein anderer Clan wird. Hier wird schon wieder gekämpft. Oh, ich könnte Hilfe brauchen.
So, haben wir wieder verbessert. Weil das, glaube ich, ein bisschen defekt ist hier. Mit dem Verhältnis. Weil es irgendwie immer auf 100 ist. Und dann aber, wenn ich einem helfe, trotzdem steigt. Ach nee, es steigt um 8 auf 100. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Und das ist eh schon auf 100, also ja. Gut. Das ist nicht kaputt, das ist einfach wichtig. Wollandstruppen. Mhm. Ist auch ein Feind gewesen, oder? Bisschen verhindern, dass sie sich erholen. Oh, der hat ja tolle Sachen. Hat er ein Buch? Nee, hat er nicht. Den habe ich selber, glaube ich. Ja. Genau den gleichen. Und die Sense. Ah, das ist das Teil besser. Okay. Kriegst nichts. Wir handeln nicht. Mal schauen, ob wir den Wolland erreichen. Flieht er? Ne, er wartet. Aber er flieht eigentlich. So, Besitzer von Altdorf. Sieger der Vampire. Ich mach's aber lieber dem Gottfriedos geben. Der hat schon zwei hier. Weil er natürlich am meisten Unterstützung hat. Naja. Das würde wieder so viel Einfluss kosten. Der Sieger halt zwei Dinger, ist okay. Der war eh in der Nähe, glaube ich. Die nächste Stadt müssen wir wieder selber erobern, ganz alleine. Dann kann ich sie nämlich für mich beanspruchen. Ein Trupp ist desertiert, warum? Ach, deswegen, okay. Den einholen. 4,7, 4,8. Ach, der ist ein bisschen schneller als ich. Aber wenn meine Truppen heilen, dann sollte ich auch wieder schneller werden. Spurenleser, bla bla bla. Abzug für Fracht. Verwundete Mitglieder. Ah, okay. Aber ich habe ihn gleich. You know I don't care for you. What's it you want to say? Selber schuld, wenn du mit uns im Krieg bist. Wie viel Gold haben wir geplündert? Ui,
wir können wieder einen rekrutieren sehen. So, dann tun wir hier wieder einen weg. Gut. Halt, die Pferdchen. Und den Typen. Zack. Okay, wo sind wir denn? Hier, Altdorf. Sollen wir wieder zurückkommen? Zurückreiten? Jetzt noch genug zum Aufräumen. Großer Deserteurentrupp, aber ist mir auch wurscht. Sollen die da ruhig rumdesertieren? Guck mal hier. Da ist ja das nächste Ziel. Der Clanführer ist ausgeschaltet. Stimmt, der Paschke war ja dabei, nicht der Sieger. Naja. So, den haben wir auch. Dann machen wir den platt. Bisschen aufräumen hier. Die Pferdchen. So, und dann hier. So, runter mit der Murmel. Das wird eine Weile dauern, bis hier wirklich Ruhe einkehrt. Und wir alle Clans hier ausgelöscht haben. Aber an sich sind wir dafür nicht mehr verantwortlich und ich kann mir auch nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier was angreifen. Die sind so zerschlagen. Und Altdorf ist jetzt so gut befestigt, dass da, glaube ich, nicht mehr viel passiert. Die können ja auch keine Armee mehr bilden, wenn sie nur ein Clan sind und dann kein Königreich. So, das heißt aber für uns als nächstes reiten.